Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Are You The One Reaction hier auf diesem Kanal. Heute, wie ihr es schon im Titel natürlich lesen konntet, kommen wir zu der 9. Folge. Die Folge 8 kam nicht online, also nicht als Reaction. Dementsprechend hoffe ich, ihr habt die trotzdem irgendwo anders angeschaut, damit ihr auch zumindest wisst, wo wir jetzt quasi gerade stehen. Ich fasse es gleich nochmal ganz kurz zusammen. Aber Freunde, ganz wichtig, bevor wir jetzt hier in dieses Video reinstarten. Wie gesagt, ich war nicht zu Hause. Ich war nämlich in Köln auf der Gamescom gewesen und da konnte ich keine Reaction aufnehmen, aber ich habe ein anderes richtig, richtig geiles Video gedreht und zwar in einem Geisterhaus. Deswegen möchte ich euch mal an der Stelle fragen, ob ihr darauf Bock habt. Auf so ein Video, ich weiß, ist halt was ganz anderes, ist wirklich sehr gut geworden, ja, also muss ich echt sagen, ist zwar noch nicht geschnitten, aber die Aufnahme war krass gewesen, deswegen schreibt mal an der Stelle einfach Hashtag Geisterhaus in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt. Und die andere Sache, Freunde, ich habe letztens mal in die YouTube-Statistiken geschaut und habe gesehen, dass sehr viele Leute zwar aktiv hier eigentlich so die Videos anschauen, aber nicht abonniert haben. Ich weiß nicht, woran es liegt, ja, warum man das nicht macht, aber an der Stelle einfach mal vielleicht der Hinweis, könnt ihr gerne machen, gerade wenn ihr eh regelmäßig zuschaut, dann wäre das natürlich auf jeden Fall geil und würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Der Hinweis wie immer, die ganze Folge gibt es bei RTL Plus, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und ich sag jetzt schon mal, die Folge wird heftig. Also wir sind gerade bei der Matchbox-Entscheidung, China hat da das Angebot bekommen in der letzten Folge für 15.000 Euro. Es klang am Ende so, als hätte sie tatsächlich verkauft und eine Person wird diese Folge oder nächste Folge, aber auf jeden Fall in einer der Doppelfolgen, die Villa verlassen. Gab es so, glaube ich, auch noch nicht. Also, ja, ne, wird dann das erste Mal sein, dass es sowas hier gibt. Bleibt dran, Freunde, wir starten rein. Viel Spaß mit dem Video und damit let's go. Also, ich sag mal so, ne, wenn ich das von gerade drin gelassen hätte, dann müsstet ihr das Video nicht mehr anschauen. Warum spoilern die das immer am Anfang, Mann? Okay, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich sag, die hat verkauft. Nein, ja. Mann, das ist Dani. Hast du wirklich verkauft? Oh. Ist das dein Ernst? Warum verkaufen, Alter? Das ist nur 15.000. Boah, für 15.000 lohnt sich's nicht zu verkaufen. Das Ding ist, ihr Argument war ja in der letzten Folge so, ich habe mir die vorhin angeschaut gehabt, quasi, dass sie Isabel gerne noch weiter drin behalten möchte. Also, ja, gut. Wenn das natürlich wichtiger ist, als hier am Ende die 10 Lichter anzubekommen, dann ist es so, ja, das können wir jetzt auch nicht mehr ändern, aber man muss schon sagen, eine schlechtere Entscheidung hätte man in dem Moment nicht treffen können, als es dafür zu verkaufen. Adios, amigos! Und wir sehen uns bei der nächsten Matching Night wieder. Macht's gut! 15.000, Leute. Ich weiß nicht, ob Calvin so ganz verstanden hat, was eigentlich gerade abging. Nein. Überleg mal auf 20 Menschen. Oh, China. Nein. Aber warum? Ich habe mir Taschenrechner. 15.000 Euro durch 20? Das sind gerade mal 500 Euro. Also es sind mehr als 500 Euro, aber Lohn tut sich das jetzt nicht unbedingt, ne? Weil das Ding ist halt, wenn die Lichter nicht anbekommen, dann kriegen die das Geld ja gar nicht. Also deswegen sollte man halt vielleicht lieber 200.000 Euro mal reinholen hier, als zu versuchen 215.000 Euro zu nehmen und die am Ende dann nicht zu bekommen. Also ja, und dann gar nichts zu haben, ne? Wohlgemerkt. Euro oder sowas. Ja, aber darum geht's mir nicht. Das ist nicht im Sinne der Gruppe, aber man hätte hier auch seine Sisters, ne? Sie will doch nur, dass Isabel da bleibt. Das ist der einzigste Grund. Wenn dich alle anderen dafür hassen, das macht keinen Sinn. Doch, Julian, doch, ich weiß, dass du fake bist. Die haben verkauft. Boah, ey, das wäre echt bei den beiden. Das Ding ist halt, wisst ihr, bei den beiden haben irgendwie vorhin alle gemeint, ja, die sind safe ein Perfect Match. Also wirklich der Großteil, ne? Und der Großteil, eigentlich alle bis auf China, haben ja auch dafür gestimmt, dass nicht verkauft wird. Ich finde auch, man sollte das schon in der Gruppe entscheiden. Natürlich wird nur eine Person am Ende gefragt, aber die Person sollte halt eigentlich schon im Sinne der Gruppe entscheiden, so, ne? Also was die Mehrheit möchte. War jetzt hier nicht ganz der Fall, aber mal gucken. Also, boah, ist halt echt die Frage, wenn die ein Match gewesen sind, dann ist es nicht gut, dass sie es jetzt nicht wissen, weil die könnten jetzt die beiden immer nebeneinander setzen und am Ende sind die aber kein Match. Und ja, ne, also es ist echt, war nicht gerade schlau. Ziehen wir einfach die Show durch ohne das Geld, weil es hat ja sowieso keinen Sinn mehr. Ende aus. Die einen sind ja auch befreundet. Ja, also es ist halt wirklich, also man muss es einfach sagen, du bist hier in der Fernsehshow, um Geld abzuräumen und nicht um mit deiner Freundin zu chillen, dann hol doch das Geld und dann chillst du einfach mit dem Geld mit ihr zusammen. So, wisst ihr, was ich meine? Ist doch viel schlauer. Also, ja, ich glaube, die müsste auch irgendwie hier drin alleine klarkommen. Das
ist doch super. Also ist doch Tina. Es ist jetzt entscheidend, ja, zu welchem Preis verkauft wurde. Ich denke für, keine Ahnung, nur so 10.000 Euro, 20.000 Euro hätten die nicht verkauft. Niemals, nie im Leben. Wir sind wieder da. Ja, was sagt ihr, was sagt ihr? Wie findet ihr, dass das verkauft wurde? Wollt ihr eigentlich den Preis wissen? Ja, ja. 15.000. Was? 15? So wenig? Was? Ja. Was hast du das getan, Leute? I love you. Boah, schwierig, ja, sag ich euch ehrlich. Also, ey, by the way, ne, ich hoffe, man merkt es mir nicht an, aber ich war wirklich noch nie in meinem Leben so müde beim Aufnehmen von einem Video wie heute. Also, bitte nehmt mir das nicht übel, ja. Boah. Ich lieb's, Alter. Es war geil, die haben gerade bei Martin wieder so eine Einblendung gemacht, irgendwie mit, ja, hier, bla bla bla, für Geld verkauft. Wer war das nochmal? Salvatore, stimmt, Salvatore, ey. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Staffel, vorletzte Staffel, nee, die letzte VIP-Staffel, genau, ob ihr die gesehen habt, aber Salvatore hat da auch die Gruppe für Geld verkauft. Das war auf jeden Fall sehr lustig, die Staffel. Jetzt kriegst du richtig Stress. China hat sie alle für Geld verkauft, genau. Dieses ganze Drama, dieses Psycho-Ding, das ist mir zu viel. Sein Witz, Alter. Ach krass, Lukas war mal bei Temptation Island. Ich hab vorhin, damals nicht so aufgepasst, wo die schon mitgemacht haben. Aber in welcher Staffel war er denn? Also ich kann mich irgendwie gar nicht an ihn erinnern so. Und ich habe jede Temptation-Staffel gesehen. Das ist mir zu viel. Sein Witz, Alter. Ich bin von dir enttäuscht, ich bin von allen enttäuscht, von allen Frauen. Hier drinnen ist keine Frau, mit der ich ein Perfect Match sein kann. Niemals. Da habt ihr euch verrechnet. Oha, okay, krass. Vertrau niemandem hier drin. Das macht einfach keinen Sinn. Und ich hab's komplett unterschätzt, ehrlich. Boah, das ist ja passend dazu, dass wir gerade noch über Temptation Island geredet haben, ja. Der Standardsatz, der einmal pro Folge auf jeden Fall kommen muss, in jeder Staffel. Ich brauch kurz. Ja, alles gut. Ja, ich will einfach hier raus. Boah, krass, okay. Also jetzt bin ich aber gespannt. Denkt ihr, der wird abbrechen? Ich habe halt am Anfang schon gesehen, welche Person rausfliegen wird, weil die das halt einfach gespoilert haben komplett. Aber ich glaube ehrlich gesagt echt nicht, dass die Person sein Perfect Match ist. Also da kann auch noch mehr passieren, diese Folge. Das stoßt mich echt ab, das ist voll der Upturn, muss ich dir ehrlich sagen. Ich dachte irgendwie so, ja, dass du so schon so ein bisschen Interesse an mir hast. Okay, wir hatten hier die Sache gehabt in der letzten Folge von der lieben Carina. Carina, ja, richtig. Und Calvin. Carina hat da so ein bisschen ihre Magic Fingers, wie das vorhin genannt wurde, ausprobiert. Und sie findet es jetzt nicht so nice. Ich glaube, war auch sogar in der letzten Folge auch schon, dass sie da was dazu gesagt hat, dass sie so ein bisschen so Abstand irgendwie nehmen möchte, ne? Also kann ich verstehen auf jeden Fall, dass sie das jetzt nicht so feiert. Und dass du dich so ein bisschen ändern möchtest, weißt du? Aber dann geht diese Schublade wieder auf und dann denke ich mir so, okay, wenn jede zweite an deinem Piep ist, dann... Ist ja nicht jede zweite, Mann. Ist nur jede dritte. Also geht dann ja eigentlich. Die das richtig scheiße fand von mir heute Morgen mit dem goldenen Aufwachen so. Goldenem Aufwachen, so, geil. Aber warum hast du das nicht früher mal gesagt? So? Digga, einfach Playboy-Bademantel. Ich finde schon, dass er sich ein großes Eigentor mit dieser Aktion geschossen hat. Bei mir jedenfalls. Es geht doch nicht immer um das eine oder andere Ex. Okay, die drei sind jetzt hier so ein bisschen am Rumdiskutieren, ob halt die Entscheidung von China gut war oder nicht. Es ist halt so, also, Mann, ich verstehe nicht, wieso trifft man denn eine Entscheidung, nur um jemanden da drin behalten zu wollen. Also, wenn das jeder machen würde, dann kämen die hier niemals zu dem Geld. Und es ist auch so die Frage, ob die überhaupt dahin kommen. Aber ganz falscher Weg. Also, das ist halt was für dein Wohlbefinden, so wie Luxus, aber nichts fürs Spiel und nicht für die Gruppe. Deswegen, also, ich bin da komplett dabei, ob sie jetzt dann gelacht hat oder nicht. Ja, keine Ahnung. Also, das ändert jetzt nicht mehr so viel. Aber einfach an sich, an China ihrer Stelle, die Frage ist, bereut sie es jetzt, wenn sie sich das selber anschaut? Die muss das eigentlich bereuen, also geht eigentlich nicht anders. Ich habe die Wahl für euch getroffen. Ja, aber für 15.000, was hat uns das als Gruppe gebracht? So. Hier zu bleiben. Ich habe die Wahl für euch getroffen. Also für euch, für die Gruppe oder für euch, ihr beide jetzt hier? Oder wen meinst du jetzt mit euch? Weil
Die Gruppe war ja komplett dagegen, also hat sie ja gegen die Gruppe entschieden und nicht für die. Meine Lieben, kommt ihr gleich mal bitte in einer Außenküche zusammen? Ich wollte was ansprechen. Ja. Oh, Gina macht sich gerade hier. Ja, also ich hatte das schon über Nacht auf dem Herzen, so das anzusprechen mit der Matchbox-Entscheidung, dass ich verkauft habe. Muss ich auch im Team dafür gerade stehen? Naja, also eigentlich muss man halt das entscheiden, was das Team möchte. Also sind ja alle jetzt zusammen. Ich wollte mich in meinem Namen nur für meine Entscheidung bei euch, bei jedem Einzelnen entschuldigen. Ganz kurz noch dazu, ich will auch nicht, dass alles auf ihre Kappe geht, weil im Endeffekt habe ich es ihr auch gesagt. Isabel ist da genauso mitschuldig und... Okay, das wusste ich jetzt gar nicht, ne? Ja, gut, okay, ne? Dann ist natürlich nochmal was anderes, dann ist es von beiden unnötig. Ich finde, sowas passt halt nicht zu so einem Spiel. Also du weißt ja, worauf du dich einlässt und was du halt machen musst. Und dann mach das Spiel und danach mach befreundet sein so. Aber ja, oder zumindest verkauf nicht wegen Freundschaft, nur damit jemand nicht rausfliegt. Das ist völlig, boah, ich check das echt überhaupt nicht. Okay, Sophia kommt wieder. Jetzt gucken wir mal, was hier heute passiert. Einer kommt ab sofort nicht mehr, jedenfalls nicht mehr hier. Lukas. Ah, okay, hier ist Lukas. Ist das so viel Drama hier in der Villa? Er hat es aber ja scheinbar selbst abgebrochen. Deswegen hast du dich dazu entschieden, die Villa zu verlassen? Ja. Oh. Damit nimmst du natürlich auch in Kauf, dass dein Perfect Match die Villa auch verlassen muss. Nice. Wird jetzt natürlich mega gut auch ankommen. Krass, Alter. 200.000 Euro 20. minus 20.000 plus die 15.000 Euro, die Gina gestern erwirtschaftet hat. Hammer. Ja gut, okay, ne? Dank Gina sind die jetzt dann fast noch bei der Summe von davor, also minus 5.000 Euro. Sprich 195.000, ja. Habe ich tatsächlich noch hinbekommen auszurechnen. Ja, bricht jetzt nicht so viel weg. Also die 5.000 Euro machen jetzt nicht so viel aus. Aber die andere Person wird es natürlich nicht so gut finden. Wobei man jetzt halt echt sagen muss, es ist schwer zu sagen, ob ihnen das jetzt nicht vielleicht sogar echt einen guten Vorteil bringen könnte. Also vielleicht ist jetzt der Person Perfect Match von Lukas, mit der die halt niemals gerechnet hätten oder er auch nicht. Und im Endeffekt, es sind halt nur noch 9 Lichter jetzt, die angehen müssen. Es macht schon ein bisschen was aus, ja, sagen wir es mal so. 195.000 Euro. Jo, so viel zum Kleingedruckten, jetzt kommt großes Kino. Lukas, bitte einmal in die Matchbox jetzt, denn dort wirst du erfahren, wer dein Perfect Match ist und wer dementsprechend auch die Villa verlassen muss. Okay, wir machen so, schreibt schon mal in die Kommentare, was glaubt ihr, wer ist sein Perfect Match? Also ich bezweifle immer noch, dass das, was am Anfang gespoilert wurde, dazugehört hat, dass die Person, die da gezeigt wurde, sein Perfect Match ist. Also wie gesagt, vielleicht kommt da noch mehr und passiert noch irgendwas, ja, müssen wir jetzt mal gucken dann. Aber bei Lukas habe ich echt keine Ahnung, also er hat glaube ich auch nicht mit allen so überhaupt mal geredet, auch nicht mit vielen generell. Und ich weiß echt nicht, wer zu ihm passen könnte. Also selbst so nur so voll oberflächlich betrachtet, aber ist schon echt schwer. Ich bin jetzt mal vollkommen ehrlich, ne? Hab schon viel in meinem Leben gesehen und erlebt, ne? Aber so viel Drama und so schlimme Sachen sind jetzt hier nicht passiert. So, ganz ehrlich. Ja, so schlimm war es jetzt echt nicht. Muss man ihm zustimmen. Nervig auf jeden Fall. Also teilweise selbst so für mich als Zuschauer. Eigentlich ist Beef ja immer geil, weil dann passiert da was und so. Und ist ja irgendwie cooler, als wenn die Leute sich alle mega krass verstehen und es keine Probleme gibt. Aber jetzt hier teilweise auch bei ihm und Ricarda, ey, schlimm, einfach nur schlimm. Wirklich sehr schlimm für mich. Ich finde halt an Lukas seiner Stelle, ich hätte es einfach durchgezogen. Also ich sag ja generell, so abbrechen in solchen Formaten bringt nichts, außer Geldverlust. Also würde ich es alleine schon deswegen durchziehen, so bin ich ganz ehrlich. Aber auch an sich, auch natürlich jetzt gerade hier zum Beispiel für die Gruppe, ist es halt einfach wichtig. Bei Temptation Island, wenn du abbrichst, ist was anderes. Aber hier gerade bei Are You The One, weiß ich halt echt nicht, ob das so gut ist. Also das wünscht man hier, glaube ich, niemandem einfach. Boah, Carina weint einfach. Ich glaube, meine Augen sehen tatsächlich auch gerade. Guck, soll ich umschalten jetzt? Ja, komm, einmal ganz kurz. Boah, ey, ganz schnell weg wieder. Ich sag euch ehrlich, ne, ich weiß auch nicht warum. Vor dem Video war ich noch voll fit gewesen. Dann habe ich angefangen und ich dachte, ich penne gleich ein hier. Es ist echt anstrengend. Ich nehme die andere Folge dann morgen auf, aber das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Ich muss da jetzt einfach an mich denken und das mache ich jetzt einfach. Gina fühlt den Punkt gerade.
oder Isabel. Und Franz ist ungefähr genauso müde wie ich. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Perfect Match die Zoe ist. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht, dass sie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Isabel ist so. Und ja, mein Gott, dann ist halt so ein bisschen Karma auch irgendwie. Oh, Luisa. Die hatte auch überhaupt gar keinen Bock rauszufliegen sozusagen. Die war vorhin auch schon sehr aufgeregt. Also sie, boah, ist krass. Von ihr hat man halt auch nicht so viel gesehen. Ich finde, ich hätte jetzt echt nicht an die beiden gedacht. Also Zoe oder Isabel, ja, irgendwie hätte schon auch sein können so, ne. Hätte ich mir irgendwie mehr vorstellen können als mit Luisa. Bei Luisa ist aber halt das Gleiche. Wir haben nicht so viel von ihr mitbekommen, deswegen krass. Okay, mal gucken, wie sie drauf reagiert. Nicht gut auf jeden Fall, weil sie hat ja auch schon im Vorfeld da gar keinen Bock drauf gehabt. Nein, nein. Nein. Oh mein Gott. Ich will nicht gehen. Ich weiß, Alter. Was soll ich ohne dich hier machen? Ich schwöre. Ach ja, genau. Und um an der Stelle hier mal ins Wort zu fallen, damit das Video nicht gelb wird, das ist nicht die Person, die am Anfang gezeigt wurde, die auch die Villa verlassen muss. Also, wir sind jetzt hier zwar schon durch, da kommt das natürlich nicht mehr, aber dann könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf die 9. Folge. Die werde ich dann, wie gesagt, morgen aufnehmen, also Dienstag kommt dann dieses Video hier. Mittwoch kommt dann die zweite Are You The One Folge und Donnerstag kommt dann Ex on the Beach. Plus es gibt eine Folge von Fabio und Malisa bei Eating With My Ex, was übrigens mega krass ankam mit Calvin und Roxy. Hat über 10.000 Aufrufe auch schon bekommen jetzt in, ich glaube, knapp einer Woche oder bisschen mehr, bisschen weniger, ich weiß nicht, bisschen weniger sogar. Also eventuell das dann Ende der Woche und natürlich, wenn ihr Bock habt, Geisterhaus-Video. Ey, da könnte mies viel kommen diese Woche, ne? Krass. Und ich habe auch noch ein Video von Haus Party X. Ist auch schon fertig, ist auch schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht. Jetzt kommt Sophia schon wieder. Oh. Hi. Ich glaube, jetzt kommt direkt die nächste Person, die rausfliegt. Wenn die Sophia kommt. Ja, da kriegen alle nichts Gutes aus. Ich war total überrascht, weil ich mir dachte, hä? Okay, Freunde. Ich weiß natürlich an der Stelle schon, wer hier rausfliegt, aber ich werde es natürlich nicht spoilern. Keine Sorge, gucken wir uns dann in Ruhe morgen an, hoffentlich in wachem Zustand. Ich versuche mal heute auszuschlafen. Danke, hier keine Musik bitte. Oh Mann, meine Augen, ne? Ich schwör's euch, die Leute werden immer alle denken irgendwie, dass ich gekifft habe oder so. Aber ich habe noch nie in meinem Leben gekifft. Also, ja, davon kommt's auf jeden Fall nicht. Ich habe echt einfach nur zu wenig Schlaf. Ja, egal, Freunde. Das war's soweit mit dem Video heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt Hashtag Geisterhaus in die Kommentare. Und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.